Die binäre Suche ist ein sehr, sehr effizientes Suchverfahren, um zu prüfen, ob bestimmte Werte in einem Array oder in einem Binärbaum vorhanden sind oder auch nicht. Es ist so effizient, dass es richtig schnell ist. Und wie es genau funktioniert und warum das so ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Was wir bei der binären Suche brauchen, ist ein Array, das eben bereits sortiert ist. Es kann Löcher beinhalten, alles gut, negative Werte, positive Werte, alles egal. Hauptsache, es ist sortiert. Und eine zweite Darstellung des gleichen Sachverhalts ist der Binärbaum. Das heißt, dieses Array kann man sich auch als so einen Baum vorstellen. Und ich werde die binäre Suche jetzt zeigen, in beiden Varianten, wie geht das in dem Array, aber auch, wie geht es im Binärbaum. Damit für jeden was dabei ist, wie man sich das vorstellen kann. Aber zuerst, warum Baum, warum Array, wie sieht das eigentlich aus, wie hängen diese zusammen? Und in Wahrheit ist es genau das Gleiche. Also, wenn wir einfach nur die Werte hier nach unten schreiben, dann sehen wir, dass diese eigentlich in der Reihenfolge sehr, sehr ähnlich sind, nur ein bisschen nach oben gezogen. Oder anders gesagt, wenn ich diesen Baum oben drauf drücke, dass dieser wieder ganz flach ist, dann kommt genau dieses Array oben raus. Und dieser Baum hat jetzt folgende Eigenschaften. Und zwar, alles was links von einer Zahl ist, ist kleiner und alles was rechts von einer Zahl ist, ist größer. By the way, Binärbaum heißt er deswegen, weil er immer zwei Kinder hat. Also bei der Zahl 6 hängt die Zahl 3 links dran, weil die eben kleiner ist, und die Zahl 8 rechts dran, weil die eben größer ist. Es sind genau zwei, deswegen Binärbaum. Die Zahl 3 hat aber die gleiche Regel. Wenn eine weitere Zahl kleiner ist, dann hängt die links dran, und wenn sie größer ist, dann hängt sie rechts dran. Das gleiche bei 8. Und oben im Array ist es natürlich genauso. Die Werte sind einfach sortiert, das heißt, alles was links ist, ist kleiner als rechts. Ja gut, was hilft uns das jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen wollen, ob die Zahl 5 in diesem Array oder Baum enthalten ist? Dann funktioniert die binäre Suche so, dass wir einfach in der Mitte starten. Beim Baum würden wir sagen in der Wurzel bei der 6. Im Array sagen wir in der Mitte. Also, wir starten hier. Und die Frage, die wir uns stellen in einer Schleife, bis wir entweder nichts mehr finden oder eben gefunden haben, ist: Ist die Zahl, die wir gerade ansehen, kleiner als die, die wir suchen, oder ist sie größer? Also die erste Frage ist: Ist es die Zahl? Wenn ja, dann haben wir sie gefunden. Wenn nein, ist sie kleiner oder ist sie größer? Denn wenn sie klein ist, dann müssen wir nach links schauen, wenn sie größer ist, müssen wir nach rechts schauen. Also in diesem Fall ist die 5 natürlich kleiner und wir sehen nach links. Und wo sehen wir nach links? Wir sehen uns nur mehr ausschließlich den linken Teil an, der kleiner ist als die 6. Also diese Hälfte sehen wir uns an. Und was wir hier machen ist, wir setzen uns wieder in die Mitte rein. Genau in die Mitte. Beim Baum ist es offensichtlich, das ist einfach der linke Knoten. Oben müssen wir von diesem Array, das wir haben, die Hälfte, sozusagen die Mitte wieder ermitteln und dort setzen wir uns rein. Und jetzt prüfen wir wieder, ist es die Zahl, die wir suchen? Wenn es die Zahl ist, dann sind wir fertig und wissen, wir haben sie gefunden. Wenn es die Zahl nicht ist, ist die Frage wieder die gleiche. Ist 3, also die Zahl, die wir gerade haben, kleiner als die, die wir suchen? Wenn ja, gehen wir nach links, wenn nein, gehen wir nach rechts. Und zwar wieder nur mehr diesen Teilbereich, der übrig bleibt. Also, was ist noch zwischen 3 und 6? Und dort setzen wir uns in die Mitte rein. In unserem Fall ist nur mehr die 4 da. Und da die 4 keine 5 ist, im Baum keine Kinder mehr vorhanden sind und wir beim nächsten Mal nach rechts schauen, wieder zur Mitte kämen, wissen wir, dass die 5 nicht vorhanden ist. Wir haben hier in Summe 2, 4, 6, 7 Zahlen und wir haben genau 3 Vergleiche gebraucht. Und das Schöne an diesem Suchalgorithmus, wo wir immer uns in die Mitte reinsetzen, wenn es, wie gesagt, bereits sortiert ist, das Element. Das Schöne darin ist, dass er so effizient ist, dass wir eben bei jedem Vergleich die Hälfte der Datensätze einfach ignorieren können. Also beim ersten Vergleich, als wir gefragt haben, ist 5 kleiner als 6, haben wir bereits durch diese eine Entscheidung den ganzen Rechten, die rechte Hälfte nicht mehr betrachten müssen.
Also 7 mach 9 haben wir nicht einmal anschauen müssen. Beim nächsten Vergleich können wir wieder sozusagen die Hälfte aller Elemente wegschmeißen, die noch da sind. Ja, was heißt das eigentlich? Sehen wir uns an, was heißt das für die Laufzeit? Und zwar die Anzahl der Vergleiche im Verhältnis zur Anzahl der Daten, die vorhanden sind im Array. Und dann ergibt es so eine Kurve. Das ist eine logarithmische Kurve, ein Zweierlogarithmus. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, unten ist die Anzahl der Datensätze, und also in der x-Achse und auf der y-Achse die Anzahl der Vergleiche, dann sehen wir, bei ungefähr 604 Datensätzen, selbst wenn wir den nicht finden, brauchen wir nur 9 Vergleiche oder 10 Vergleiche, um feststellen zu können, ob ein Element in diesem Array vorhanden ist oder nicht. Gut, was heißt das für richtig große Zahlen? Ich habe die mal hier herausgerechnet. Also, wenn wir ein Array haben mit 67.108.864 Datensätze, brauchen wir exakt im schlimmsten Fall 26 Vergleiche, um festzustellen, ob ein Element, eine beliebige Zahl, darin vorhanden ist oder nicht. Sofern diese 67 Millionen Datensätze auch sortiert sind. Das ist wichtig bei der Binärsuche, ohne dem wird es nicht funktionieren. Aber dann ist es richtig schnell. Was heißt das eigentlich? Ich gehe nochmal kurz zurück zum Baum. Wir sehen hier, dass eigentlich fast alle Daten ganz unten sind in den Blättern. Also unten sind 4 und darüber sind 3. Und wir sehen, dass wir eigentlich von ganz oben nach ganz unten eigentlich nur 3 Vergleiche haben. Und dann sind wir mit 3 Schritten sind wir an jeder beliebigen Stelle. Nun ja, und wenn wir jetzt doppelt so viele Elemente reingeben, das heißt, zu den 4 Knoten unten nochmal jeweils 2 Kinder, kommen unten 8 Knoten dazu, dann hat sich die Anzahl der Daten im Baum verdoppelt und wir haben nur einen Vergleich mehr gebraucht. Also immer wenn sich die Anzahl der Daten überhaupt im Array verdoppelt, brauchen wir einen einzigen Vergleich mehr. Das ist das Schöne am Binärbaum, das ist das Schöne an einem sortierten Array, das ist das Schöne an einer logarithmischen Laufzeit. Ja, also so funktioniert der Quick Search. Viel Spaß! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.